Ein Welpe macht in den ersten 12 bis 18 Monaten seines Lebens eine unglaubliche Entwicklung durch, für die wir Menschen 2 Jahrzehnte benötigen, was wir nicht unterschätzen dürfen. Von der Geburt über die Kindheit zur Pubertät bis hin zur Geschlechtsreife und dem Erwachsensein. Wichtig für uns auf dem Weg der Erziehung ist die Art und Weise der Kommunikation in den verschiedenen Entwicklungsstadien, damit ein vertrauensvoller, offener Hund daraus wird. Wie man einen Hund richtig erzieht? Haha, ganz einfache Regel. Bleibe fröhlich, gerecht, aber auch konsequent. Konsequente Erziehung hat niemals was mit Härte zu tun. Dann ist schon alles sehr gut für euren gemeinsamen Weg geklärt. Auch wenn es nicht immer einfach ist, verstehen darfst du, dass dein Hund nichts vorsätzlich, absichtlich oder gar um dich zu ärgern macht, auch wenn es sich öfters so anfühlt. Es geht ums Lernen, Ausprobieren, Erfahrung sammeln, um somit aufs Leben vorbereitet zu sein. Ein Hund kaut sicher kein Loch ins Sofa, um dich zu ärgern, sondern weil keiner da war, um es ihm zu verbieten, weil er eventuell keinen Kauknochen hatte und seine Zähne jucken oder weil es ihm einfach langweilig war.